Europa? Das ist für viele immer noch ein abstraktes Gebilde. Dabei regelt die EU jetzt schon vieles, was jeden von uns im täglichen Leben betrifft. Doch Europa lebt vom persönlichen Miteinander der Menschen. Eines dieser Begegnungsformen ist der jährliche Schüleraustausch. In Weilburg am Gymnasium Philippinum ist die Lehrerin Ulrike Fuhrmann-Grote die Initiatorin und treibende Kraft hinter diesem Austauschprogramm. Durch ihren unermüdlichen Einsatz hat sie zahlreichen Schülern die Möglichkeit gegeben, Europa hautnah zu erleben und kulturelle Brücken zu bauen. Für ihr außergewöhnliches Engagement wurde Ulrike Fuhrmann-Grote nun von der Europa-Union geehrt. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur ihre Bemühungen, sondern unterstreicht auch die Bedeutung solcher Initiativen für ein geeintes und lebendiges Europa. Wer hat in diesem Jahr den Europapreis bekommen und warum? Wir haben dieses Jahr den Europapreis der Europa-Union Oberland Frau Fuhrmann-Grote für ihr langjähriges Engagement für deutsch-französische Freundschaft, für Austausch, für lebendige Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich verliehen. Es war uns auch ein Anliegen, auch solches individuelles Engagement ausdrücklich zu würdigen. Seit wann gibt es den Europapreis? Seit diesem Jahr ist es eine liebgewonnene Tradition. Es ist das dritte Mal, dass wir den Europapreis, der dotiert ist, mit 500 Euro verleihen. Von Schulen über Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen und Einzelpersonen. Dafür steht dieser Preis stellvertretend in der gesamten Region. Und wir sind sehr dankbar für unterschiedliche Vorschläge aus der Bevölkerung, die uns vorschlagen, wer hätte eigentlich diesen Preis mal verdient. Ja, uns als Europa-Union Oberland ist es ein Anliegen, insgesamt auf die Sache Europas aufmerksam zu machen. Das gilt jedes Jahr, das gilt mit dem Europapreis, den wir jetzt zum dritten Mal verleihen. Und es gilt auch mit dem Europamonat unserer Kundgebung auf dem König-Konrad-Platz. Nicht nur in Wahljahren, aber ganz besonders, weil Europa ist keine Selbstverständlichkeit. Frieden, Freundschaft zwischen Ländern ist keine Selbstverständlichkeit. Und am Ende entscheiden demokratische Wahlen über die Zukunft. Und deswegen ist es uns in diesem Jahr auch ein Anliegen, Menschen zu ermuntern, ja, gehen Sie zur Wahl, nutzen Sie Ihr demokratisches Recht und reden Sie mit und bestimmen Sie über die Zukunft Europas mit. Was bedeutet dir dieser Preis? Es bedeutet mir sehr viel. Es ist eine große Auszeichnung für mich und ich bedanke mich herzlich nochmal bei der Europa-Union, die mich ja, ich weiß nicht, wer genau mich vorgeschlagen hat, aber die mich eindeutig wohl vorgeschlagen hat für den Preis. Das hat mich sehr stolz gemacht. Es ist ja nicht der erste Preis. Wie viel ist das bis jetzt? Das ist jetzt der dritte Preis, den ich bekomme, immer für dieselbe Arbeit, aber ich bin dankbar dafür, vor 12 Jahren von französischer Seite den Preis bekommen zu haben, den Ritterorden, und dann zum 60. Jubiläum zwischen Weilburg und Privat die Johannes-Meyer-Medaille und dann jetzt die Auszeichnung von der Europa-Union. Welchen Preis könnte es noch geben? Ich glaube, da gibt es jetzt keinen mehr. Ich habe ja schon gesagt, alle guten Dinge sind drei. Ich fühle mich geehrt genug und bin sehr dankbar dafür, dass ich das bekommen habe, die Auszeichnung. Auch bin jetzt 3 Jahre nicht mehr im Dienst. Ich arbeite weiter im Partnerschaftsverein, im Vorstand. Mir liegt es immer noch, liegt es sehr am Herzen, dass die Jugend vor allem weitermacht. Und für mich war es auch wichtig, nicht nur mit Frankreich diesen Austausch damals wieder ins Leben zu rufen und 33 Jahre den Austausch zu machen, sondern auch, dass ich mit der Partnerstadt Colmar-Berg den Jugendaustausch ins Leben gerufen habe und mit dem damaligen Bürgermeister, mit Hilfe von Bürgermeister Schick, der den Kontakt hergestellt hat, auch einen Austausch mit der Luxemburger Partnerstadt ins Leben gerufen habe. Der stockt zwar ein bisschen, wir hoffen, dass es den vielleicht auch bald wieder geben wird. Nämlich das ist auch nett, es ist nicht so weit. Die ersten Kontakt ins Ausland, Schnupperaustausch habe ich es genannt, es waren 3 Tage mit Luxemburg und das hat den 6 Klässlern unserer Schule auch viel Spaß gemacht. Und das wäre mein Ziel oder das würde ich hoffen, dass meine Nachfolgerin eben auch es wieder schafft, diesen Luxemburg-Austausch wieder ins Leben zu rufen. Durch Corona ist halt einiges war nicht möglich, während der Corona-Zeit die Austausche durchzuführen, ist ins Stocken geraten und das wieder ins Leben zu rufen, das ist schwer.
neues E-Bike? Lol! Fehlt nur noch die volle Ladungssicherheit. Mit dem E-Bike-Schutz der SV Sparkassenversicherung. Wenn Ihr E-Bike zum Beispiel bei einem Unfall oder bei einem Sturz zu Schaden kommt oder Ihr E-Bike ganz weg ist, lassen wir Sie nicht auf dem Schaden sitzen. Die volle Ladungssicherheit also. Wir sind immer gerne für Sie da. Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort. Immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de. Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Das Alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Usingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg.
Indien ist eine wahre Sinnesexplosion. Farben tanzen, Gewürze betören, Klänge verzaubern. Ein Fest für die Augen, den Gaumen und das Herz. Unvergesslich für jeden, der schon einmal dort war. Aber auch in Weilburg lässt sich der exotische Zauber genießen. Im Tandoori Palace. Dem zauberhaften Geschmack Indiens mitten in Weilburg. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der indischen Küche und erleben Sie kulinarische Genüsse, die alle Sinne verzaubern. Im Herzen von Weilburg erwartet Sie das Tandoori, ein Ort, an dem traditionelle indische Aromen auf moderne Raffinesse treffen. Unsere Spezialität, Tandoori-Gerichte, frisch aus dem Lehmofen. Die indische Küche, insbesondere die aus unserer Heimat, dem Punjab, ist für ihre vielfältigen Aromen und Gewürze bekannt. Genießen Sie die köstlichen Aromen von mariniertem Fleisch, saftigen Gemüsespießen und knusprigem Brot, zubereitet im traditionellen Tandoor. Jedes Gericht ist ein Fest für die Sinne und entführt Sie auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt Indiens. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bietet das Tandoori Palace den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden mit Familie oder Freunden. Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Wir stehen Ihnen mit unserem Service zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem kulinarischen Highlight wird. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und reservieren Sie noch heute. Es war noch nie einfacher, nutzen Sie unsere Online-Reservierung und bestellen Sie ganz leicht einen Tisch. Obendrein erreichen Sie uns per Telefon. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Kula. Der echte Grillfan grillt bei jedem Wetter. Aber am meisten Spaß macht es im Sommer mit den leckeren Grillspezialitäten direkt vom Heidehof Sippel. Wir haben für die Grillsaison genau das richtige Fleisch. Wir achten auf Qualität, denn Qualität kommt aus der Region. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54. Die Interliving Küche Serie 3030, beeindruckt durch die ausgeprägte Funktionalität und die spezielle Optik, die für ein außergewöhnliches Ambiente sorgen. Die Interliving Küche Serie 3030 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interliving Küchenprofis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die angenehm erreichbaren, exklusiven Hängeschränke nutzen den vorhandenen Raum durch die besonders hohe Bauweise optimal aus. Neben den innenseitigen Auszügen verfügt die Insel durch zusätzliche Türenelemente an der Außenseite über extra viel Stauraum. Geräumige Auszüge bieten beste Erreichbarkeit und Ordnung. Dank Softeinzug schließen die Auszüge leichtgängig und lautlos. Die große Nischenverkleidung in Steineiche-Nachbildung verbindet Hängeschränke und Zeile zu einem harmonischen Gesamtbild. Die offenen Regalboards setzen dekorative Akzente. Die grifflosen Fronten in Quarzgrau-Softmatt sind mit einer Anti-Fingerprint-Oberfläche versehen. Die Griffmulden lassen die Arbeitsplatten nahezu schweben. Die Interliving Küche Serie 3030 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel.
und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Küche für mich gemacht. Bei Krah und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ, immer eine automobile Naturgewalt. Krah und Enders, Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt.